1-0 für mich in Sätzen. Und wir starten gleich mit einem Punkt von mir. Angezogen. Nils falsch eingeschätzt, wieder mit den Blocken. Und danach direkt ein Fehlaufschlag. Das ist natürlich ein bitterer Start gleich in den Satz rein. Und da lege ich den Ball einmal ab. Und auch da hat Nils den Ball sehr falsch eingeschätzt. War gar nicht von mir so offensiv gespielt. Und das war ein schöner Punkt. Rückhand angezogen, vor- und nachgezogen. So soll das eigentlich sein. Und jetzt findet Nils hier einen schlechten Start. Bei mir läuft es ziemlich gut. Jetzt kommt die Rückhand nicht. Auch die war wieder, gucken wir uns gleich nochmal an, auf jeden Fall zu voll getroffen. Zu wenig mitgenommen. Man sieht hier kaum Handgelenk, nur Unterarm reiße ich irgendwie hoch. Ah, und dann kann das auch da in dem Moment nichts werden. Rückhand initiiert, das gefällt mir ganz gut, weil ich das sonst sehr wenig mache. Habe ich mir auch ein bisschen vorgenommen, gerade in den Test-Trainingsspielen, meine Rückhand aber ein bisschen mehr zu bringen, weil ich im Spiel versuche, viel über die Vorhand laufen zu lassen. Und dann spielt man, oder dann wird man dann noch sehr viel in der Rückhand festgenagelt. Ein Luftloch geschlagen. Ärgerlich. Jetzt kommt ein bisschen ran auf 6:3. Wieder soft angezogen mit der Rückhand, nachgezogen mit der Vorhand und wieder drüber gesegelt. Ja, das ist jetzt in Ordnung. Also da stand ich jetzt zum Beispiel für den auch nicht ganz okay. Aber der kommt eben. Und auch einigermaßen sicher. Auch wieder mal in der defensiven Rolle, aber da suche ich auch dann schnell wieder die Offensive. Das endete mit dem Netzball. Bitter natürlich jetzt auch für Nils. Hoher Rückstand. Und jetzt ziehe ich an beim Nachziehen. Wieder zu weit unten angesetzt und deswegen geht er drüber. Da wollte Nils mal einen langen, schnittlosen Aufschlag probieren, aber da setze ich den immer ganz gut und da konnte auch noch hinterher gucken. Will in die Rückhand drücken, klappt aber auch nicht. Also Nils hier sehr passiv unterwegs. Und da ich mein offensives Spiel gerade ganz gut läuft, schwierig für ihn. Okay, dann gucken wir uns nochmal an den Ball. Vorhand angezogen, kam schon sehr hoch. Rückhand nachgezogen, stand ich nicht ganz optimal und schon sehr weit hinten, sodass er im Netz dann hängen bleibt. Müsste ich auch näher an der Platte bleiben, dann, um den nachzuziehen. Ja, ganz schöner Ballwechsel eigentlich. Da initiiere ich mit Vorhand Topspin. Rückhand schiebe ich eher nur rein, also eher niedrige Qualität. Und ziehe den dann mit der Vorhand auch nicht so schön gezogen, nicht so sauber. Aber kam relativ sicher drauf. Und wieder ein Luftloch. Dann gucken wir den Aufschlag. Wollte ein bisschen aggressiver setzen in die Vorhand, mich vielleicht schon mal locken für den Topspin, dass ich da nicht richtig stehe. Ziehe den Vor- und Topspin an. Oh, das war ein schöner Punkt und am Ende vermasselt ihn. Jetzt gucken wir uns den nochmal an. Ich initiiere mit einem Vorhand-Topspin, Nils blockt mit Netz. Komme ich noch dran? Nils legt auch ab, weil er auch kurz kommt. Hoher Ball. Nils greift an. Gegengezogen. Vorne noch wieder abgelegt. Komme ich noch dran? Will er ihn ein bisschen setzen, die Rückhand. Und dann verzieht er den. Kam sehr hoch. Den müsste eigentlich einfach schießen. Schuss, Topspin vielleicht da nicht der richtige. Das richtige Werkzeug gewesen. Nils versucht auch ein bisschen anzugreifen. Gucken wir uns mal an, was da falsch lief.
Zieht sehr viel nach oben, sehr wenig nur nach vorne gegangen. Deswegen hat er natürlich auch sehr viel Drall einfach und ist einfach über, oder sehr viel Geschwindigkeit nach vorne und über den Tisch und ist deswegen auch drüber gegangen. Gucken wir uns gleich den nächsten an, wieder ein Versuch von Nils. Zieht ihn wieder an und auch sehr ähnlich. Also er geht sehr weit, zieht den Schläger sehr weit hoch und wenig zum Netz hin und deswegen gehen die auch beide rüber. Weil er da natürlich schon relativ viel Geschwindigkeit reingesetzt hat. Gucken wir uns den nochmal an. Rollkan Topspin. Bei mir jetzt das Problem zu geradlinige Bewegung und auch ein gewisser Bogen in der Bewegung und nicht vorne zum Netz gegangen. Also da könnte ich noch ein bisschen mehr von Nils brauchen, dass ich ein bisschen mehr nach oben gehe, gerade für den Eröffnungstopspin. Okay, 5 zu 4. Sicher angezogen und dann hat er mich aber eiskalt erwischt in der Vorhand. Da war ich auf jeden Fall nicht schnell genug. Ziehe ich den Rückhand an, gehe rüber, genau auf dem anderen Bein. Treffe ihn natürlich auch nicht richtig, aber auch ganz schlecht gestanden für den. Aber gut, weit rausgespielt von mir jetzt auch. Ziehe ich an, relativ einfach, lege ein bisschen ab. Und auch da schlechte Positionierung zum Ball, einfach beim letzten Ball. Muss man mal sehen. Da stehe ich noch ganz gut, lege den ab, weil ich da eben nicht gut stand, war okay. Und dann rutsche ich da so mehr oder weniger in den Ball rein und ja, dementsprechend sah es dann auch aus. 5 zu 6, also jetzt relativ knapp dieser Satz. Vorhand angezogen, zweiten aber nicht getroffen. Jetzt hat er so ein bisschen eingespielt auf sein Blockspiel, kriegt jetzt mal ein paar mehr Bälle zurück. Jetzt kam einmal ganz gute und straff durchgezogen mit der Rückhand, das ist auch sehr schön gewesen. Und Nils klatscht mal einen durch mit der Vorhand, kommt aber der Block. Also auch nicht so einfach zu punkten für ihn da. Und da ziehe ich ihn wieder mit der Rückhand an. Auch keine so supere Technik gewesen, also wenig Handgelenkeinsatz, also kam geradeaus so nur rüber. Da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Und Nils probiert auch mal einen mit der Rückhand einzugreifen. Erst mit der Vorhand angezogen, abgelegt, nochmal abgelegt und dann will er mit der Rückhand auch mal einen dicht machen. Steht aber da auch nicht gut, müsste noch mehr einen Schritt zur Seite machen, um wirklich von seiner linken Hüfte aus zu spielen. Drückt dann eher von vorne und dann kommt er eben nicht. Jetzt aber ein schöner mal durchgezogen. Schön vorne zum Netz gegangen, Schläger dicht und dann kam der echt richtig sauber. Und Aufschlag, ich bin nur noch einen Punkt vorne. Relativ hoher, einfacher Ball, den ich da verhaue. Eigentlich ein sicherer Punkt nach meinem Aufschlag gewesen. Und dann lese ich da den Aufschlag falsch, beziehungsweise hack da falsch rein. Und dann führt er 10.